Hallo, ihr Deppenvolk oder die es gerne noch werden wollen oder schon lange sind oder die es noch nicht begriffen haben. Sag ich's mal so. Multikulti ist gescheitert. Multikulti ist tot. Ja, das war 2010 Angela Merkel und, na, wer? Genau, der bayerische Ministerpräsident Seehofer. So, mein Thema heute, was ist richtig, was nicht? Ja? Ja, das kann schon alles ganz schön verwirrend sein. Ja? Wollte unsere Kanzlerin uns nur irgendwas vermitteln? Wollte sie nur was Gutes für uns? Ja? Ich meine, die da oben wissen doch ganz genau Bescheid, was eigentlich abgeht. Und das wussten sie damals schon. Die sind nicht doof. Ja? Die Frau Angela Merkel ist keine dumme Person. Ja? Und die anderen auch nicht. Ja? Und den Heiko Maas und so weiter und so fort, ich kann die Leute irgendwie, kann ich ihnen nachvollziehen. Wenn da solche Idioten oder solche Deppen von euch seid, ja, was ich schon mal öfter mal gepredigt hat, hört auf mit euren komischen Nachrichten bei Facebook und so weiter und so fort, ja, Sachen, die nicht stimmen, einfach Fake News sind, ja. Ja, die haben dazu geführt, dass diese Leute so handeln mussten wie jetzt. So, aber jetzt komme ich mal auch zu ein etwas anderes Thema. Warum ist es überhaupt so gekommen? Wieso hat Frau Angela Merkel denn tatsächlich im Sommer 2015 aufgemacht und für jeden zugänglich gemacht? Schon mal darüber nachgedacht? Ich habe mir mal Gedanken gemacht. Ich meine, ihr kennt doch diese ganzen Friedensaktivisten und diese ganzen bekloppten Multikulti-Aktivisten und so und dazu schließe ich natürlich auch die Grünen ein, ja, diese ganz Verrückten, mit pädophilen Gedanken und alles sowas, ja. Frage ich mich, warum die überhaupt noch da sein dürfen, ja, hätte ich auch schon längst abgesäbelt, ja, aber es gibt Argumente und auch gute Gegenargumente, so, immer und überall. Erstmal Prost, Leute, nach meinem Gedankenzug, da musste ich echt mal auch mal was trinken. Und mir auch Gedanken machen. Naja. Warum ist das überhaupt so gekommen? Warum hat Angela Merkel die Grenzen geöffnet? Was wollte sie damit bezwecken? Was will sie damit bezwecken? Ist das tatsächlich so? Geht es hier um den Hutenplan? Geht es hier tatsächlich um einen Austausch? Einen Volksaustausch? Kann ich mir nicht vorstellen, denn ich habe mit jemandem geredet und das stimmt, das Argument ist richtig. Man muss sich das mal vorstellen, das ist doch gar nicht denkbar, weil stellt euch jetzt mal vor, die übernehmen alles. Würde Merkel ihr Platz streitig machen gegen den Islam? Das glaube ich nicht. Das glaube ich einfach nicht. Das kann nicht möglich sein. Ja? Und ich glaube nicht, dass sie, ja, Deutschland islamisieren lassen würde. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und wisst ihr auch warum? Man gibt doch nicht einfach die Macht einfach an jemanden ab. Einfach mal eben so. Und dann auch noch an einen kranken Islam. Das kann ich mir nicht vorstellen. Bei weitem nicht. Zum Wohle. Wisst ihr, das schwirrt mir schon lange im Kopf. Nicht nur, dass ich schon mit jemandem darüber geredet habe, sondern das schwirrt mir schon lange im Kopf. Ne? Ich mache mir über alles Gedanken. So, ne? So, nun ja. Ist ja auch gar nicht so schlimm. Gehen wir mal einen Schritt weiter. Ja, vielleicht vom Gedankengut her. Vielleicht hat die Frau Angela Merkel, will uns damit ja nun mal zeigen, ey, guck mal,
ihr motherfucking Friedensaktivisten und ihr voll verblödeten Multikulti-Idioten, ja, dann gebe ich euch mal ein bisschen Multikulti. Dann gebe ich euch Multikulti. Wacht mal auf, ja. War das vielleicht damit gemeint? Ja? Sie hat uns Multikulti gegeben. Ist zwar nicht auf jeden gemünzt, aber die wurden ja andauernd von denen belästigt, die Politik. Schon seit Jahrzehnten. Ist das vielleicht echt eine Möglichkeit? Ist das ein gutes Argument gewesen von meinen Bekannten, mit denen ich geredet habe? Und mit denen ich da auch mal so ein bisschen Gedankenspiele durchgespielt habe? Mag das vielleicht möglich sein? Ja? Denn man muss sich jetzt mal eins und auch Folgendes nochmal vorstellen. Ja? Danach kam ja auch die Balkanroute. Und dann wurde die Balkanroute geschlossen, weil warum sollte sie denn einen Zaun, ja, um Deutschland stellen, wenn doch tatsächlich, ja, durch diese gewissen Staaten, die ja nur dazu möglich sind, so wie Italien und hier, ne, Mittelmeer und so, Route, da das, das eben halt abgesichert werden könnte. Komisch, nicht wahr? Fällt euch was auf? Diese Frau hat kein Geld verschwendet, um einen Zaun durch Deutschland zu machen, weil die Balkanroute dicht gemacht werden sollte. So, und die ist ja auch schließlich dicht und die ist auch gesichert. Ja? An einigen Stellen wohl vielleicht mehr oder weniger, weil na, gut, es sickert da mal hier und da mal ein bisschen was durch, aber daran kann man ja arbeiten. Nicht? Und das sind Leute, die auch schnell wieder zurückgeschickt werden. So, man redet hier von einer Völkerwanderung. Hm? Ja, richtig. Ist es auch. Eine moderne Völkerwanderung. Aber wie kannst du dir vorstellen, ja? Jetzt mal als logischer Mensch, wie kannst du dir vorstellen, dass ein Afrikaner, ja, der normalerweise kein Geld in der Tasche hat, sich einen Schlepper leisten kann. Wie geht das? Schon mal drüber nachgedacht? Die Identitären haben zum Beispiel gesagt, nein, ist gar nicht so richtig, denn die NGOs bezahlen, ja, die Schlepper dafür, damit sie die rüberholen. Und die verständigen sich auch per Funk und so eine Scheiße. Ja, mag ja sein. Mag ja möglich sein. Will ich nicht unbedingt bestreiten. Ja? Ist was dran. Aber die meisten, die es schaffen, in so ein Boot reinzukommen, haben noch Kohle. Seit Jahrzehnten in Afrika gehen Spenden und so weiter und so fort. Die Leute haben. Die Kinder, die sie zeigen im TV, nicht? Und diese Armen und so, die Verhungerten und die armen Kinder, tut einem ja weh, tut ja leid, nicht? Ist ja so. Und wenn ich sowas sehe, tut es mir auch leid. Nur das Problem ist, ja, das sind Kinder von verstoßenen Eltern. Ja, das sind Eltern, das sind Drogensüchtige oder sowas. Das heißt nicht unbedingt, dass sie nichts zu trinken oder zu essen haben. Das wird uns nur hier aufgetischt. Das ist Blödsinn. Ja? Das sind Drogenabhängige. Und die sagen sich, oh, kommt die nächste Wife, ja, oder Woman oder wie auch immer. Ja? Und dann werden wieder neue Kinder gemacht. Die haben kein Gewissen. Die wissen nicht, was es heißt, Menschenwürde und sowas. Kennen die gar nicht. Ist denen egal. Ja? Ja, verreckt das Kind eben halt, ist doch scheißegal, so, ja? Und die sparen dann ein bisschen Kohle für den Schlepper und kommen dann hier rüber. So sieht's nämlich aus. Hm? Wer kein Geld hat, kann hier nicht rüberkommen. Abgesehen davon. So. Darüber hinaus.
glaube ich, dass Merkel und Co., ne, diesen Leuten, diesen Aktivisten, diesen bekloppten Friedensaktivisten und diesen Multikulti-Aktivisten, diesen Idioten, ja, einfach mal zu zeigen, okay, wir bringen euch jetzt mal Multikulti, hier kriegt ihr Multikulti, na, vielleicht werdet ihr mal wach oder so. Und deswegen haben sie uns wahrscheinlich auch Pack genannt, ja, weil das Pack, nicht wir, also nicht diejenigen, die das schon längst begriffen haben, was hier los ist, so wie du und ich, ja, sondern ich rede jetzt mal zu den Leuten, ja, diese Aktivisten, diese Bekloppten und diese Linken und diese abgefuckten Grünen und so, ja, die bis heute noch nicht begriffen haben, ja, dass das so nicht funktioniert. Ja, ist das vielleicht ein Zeichen? Wollen Sie uns ein Zeichen setzen? Wollen Sie uns vielleicht nur aufklären und zeigen, hier, guck mal, das sind die Bösen. Ja, wir zeigen euch mal, was Multikulti ist. Ne? Dass das nicht funktioniert. Hat sie deswegen die Grenzen aufgelassen, um uns mal zu zeigen, wie das wirklich ist? Das wahre Leben? Ja? Den Scheiß, den die da mitbringen? Habt ihr euch mal schon mal darüber Gedanken gemacht? Ja? Ich schon. Ja? Ich will nicht Merkel jetzt unbedingt verherrlichen. Sicherlich. Ne? Wenn man sowas weiß, dann lässt man sowas normalerweise nicht ins Land. Weil viele es gesagt haben, aber es waren nicht genug. Und es waren gerade diese Leute, von denen man es eigentlich normalerweise erwartet hätte, dass die ein Zeichen setzen. Ne? Den Rest der Bevölkerung, so wie die Arbeiterklasse und so, oder die, die jetzt arbeiten gehen, wo überall, bei VW, Mercedes oder wie auch immer. Ja? Dass sie sagen, nö, ich lege jetzt meine Arbeit nieder, ihr könnt mich am Arsch lecken, ja, solche Leute sind hier, ja, morgen könnte mein Kind vergewaltigt werden oder sonst irgendwas von diesen scheiß Islamisten oder Niggern oder sonst irgendwas, ja, ja, das ist ganz klar, ja, dass dann sowas kommt wie Pack, ihr seid Pack, ja. Und genauso wie das mit den Leuten, ja, dass das hier jetzt alles überwacht wird und so weiter und so fort, ist auch selber schuld, ja, mit euren scheiß Fake News und Hass News sind das ja eigentlich, ja, bei Facebook und so weiter und so fort, Sachen, die überhaupt gar nicht stimmen und gar nicht vorhanden sind, ja. Und da, wo extra dann Videos gedreht werden für den ZDF und ARD und so weiter und so fort. Hier, guck mal, oh, das sind unsere armen Flüchtlinge. Oh, 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 oh. Und machen dann da irgendwelche komischen Sachen und hast nicht gesehen, ja. Und planschen da mal eben kurz ein bisschen im Becken rum und, er säuft gerade, das arme Stück Scheiße und so, ja. Was ja gar nicht stimmt, nicht? Und in Kriegsgebiet. Und dann legen sie sich dahin mit ein bisschen Kulissenblut und so, ja? Ach, hört auf. So ein Scheiß, ja? Ist kein Wunder. Dass das dann hier alles überwacht wird. Ich habe mir schon mal Gedanken gemacht, auf jeden Fall. Will Merkel uns nicht nur wirklich beschützen? Will sie uns nicht nur wirklich zeigen, ey Leute, das, was hier abgeht, ist widerlich? Ja? Schaut euch das mal ab. Hier, ihr kriegt euer Multikulti. Kriegt ihr. Ist es vielleicht das? Will diese Frau uns vielleicht nur warnen? Ja? Denn, und wisst ihr, warum ich das sage? Weil ja sie ja auch schon allein, ja, dafür gesorgt hat, dass die Balkanroute dicht gekommen ist. Dafür ist sie ja dafür verantwortlich. Was ja auch gut ist. Damit hat sie im Prinzip auch Geld gespart. Ja? Na, eigentlich nicht doof. Ja? Muss man dazu sagen. Ich will Merkel nicht unbedingt verherrlichen. Darum geht es gar nicht. Ja? Aber vielleicht ist ja doch was dran. Und da sollte man sich vielleicht mal Gedanken drum machen. Und dass dann eben halt jetzt der Brenner auch dicht gemacht wird. Hä? Ganz komisch, ich meine, das kommt zwar in den Mainstream-Medien, habe ich aber auch schon in den Netmedien gesehen. Und dass das tatsächlich so sein soll, wegen Italien da. Und in Italien sind doch die ganzen Schwarzafrikaner, ja, aus Nigeria und was weiß ich, woher die alle kommen, ja. Von der Küste von Libyen und so, ja. Überlegt mal! Wie kann denn das dann plötzlich sein, dass sie jetzt die Grenzen dicht machen?
Weil sie einfach uns nur belehren wollten, weil sie uns zeigen wollten, hier, pass mal auf, so, jetzt habt ihr eure Lehre gehabt und jetzt machen wir auch die Grenze dicht und jetzt sorgen wir auch dafür, ja, dass wir hier in Sicherheit sind. Was meint ihr? Also, ich weiß nicht. Was stimmt? Argumente, Gegenargumente gibt es auch genug dafür. Nicht? Da wo man dann eben halt sagt, so von wegen, das wusste man doch von Anfang an. Ja, aber das wussten diese nervigen Aktivisten andauernd nicht und die haben die wahrscheinlich auch nicht in Ruhe gelassen und jedes Mal gab es Streit und hier und da. Und der G20-Gipfel ist nichts weiter als ein Klassentreffen. Ja? Und dass man diese Scheiße, ja, sich auch noch so sehr zu Herzen nimmt. Das ist Quatsch. Ey, glaubt mal, ja? Die wissen, die wollten uns nur damit warnen, im Prinzip. Nehme ich mal stark an, ja? Um uns zu sagen, hier, pass mal auf, hier, guck mal, hier, da, hier, ne? Schweden zum Beispiel. Schaut euch das an. Schweden. Was ist da los? Ja, die haben Jahrzehnte, seit 1975 oder 76 oder so, haben die da alle aufgenommen. Ne? Angeblich politisch Verfolgte. Angeblich. Ja? Und die haben nicht nachgefragt. Nee, sie haben einfach aufgenommen. Und das ist ihr, ne, Ergebnis heute, was sie haben. Genauso England, ja, Frankreich. Ja, gut. Argument auch hier wiederum, seitdem Merkel an der Macht ist, sind so viele rübergekommen. Aber das waren alles nur ausgewählte Leute vorher. Ne? Und erst seit 2015 kam ja diese unausgewählte Sache. Ja? Ja? Ich sage ja, da steckt irgendwas hinter, da steckt ein Plan hinter. Ja? Vielleicht will man die Leute, die andauernd, also nicht so denken wie du und ich halt, dass wir ja schon lange wissen, dass der Islam böse ist und dass es ganz viele kriminelle Ausländer gibt und so weiter und so fort, was wir ja wissen schon lange und das BKA ja auch bestätigt hat, ja. Aber es gibt noch zu wenig Deutsche, die das begriffen haben. Und die Osteuropäer haben es begriffen, so wie Polen und so weiter und so fort, ja. Viktor Orban und so weiter, die haben doch nicht umsonst nicht gemacht. Natürlich, der Rest, das ist alles wohl, glaube ich mal, nehme ich mal stark an, nur Schauspiel, um uns zu zeigen, so von wegen, ja, nee, das ist ja gar nicht so ist. Ich finde das nur gemein von unserer Kanzlerin, dass sie uns nicht aufklärt. Aber das darf sie, glaube ich, auch gar nicht machen. Weil wenn sie das macht, ja, dann würde sie auch gar nicht weitergemacht, gewählt werden. Weil das wäre doch ganz klar, ne? Man muss sich das mal so vorstellen. Du erzählst mir was, ja, und ich erzähle es dann nachher weiter und sag hier, der so und so und hier, da hat mir gesagt, ne? Das ist so und so, ja, und nicht so, wie du das die ganze Zeit denkst. Nur das Problem daran ist, dass das wohl stimmen würde. Nur du kannst es aber nicht wissen. Ja. Und vor diesem Dilemma stehen wir jetzt gerade. Wir wissen es nicht genau. Und wenn die Kanzlerin es sagen würde, was ihr Plan wirklich ist oder warum sie das gemacht hat, dann würde sie nicht mehr wiedergewählt werden. Ist doch ganz klar. Und die wird auch wiedergewählt. Ja. Und da jetzt sowieso alles dicht ist, es stimmt schon, dass der Herr Müller gesagt hat, von wegen, ja, es sind jetzt 70 Millionen, sitzen schon auf ihren Koffern, die Koffer sind gepackt, ne? Vor allen Dingen hier aus den afrikanischen Staaten, ja? Und wollen hier rüber. Ja, aber noch sind sie nicht da. Aber wenn sie jetzt die Außengrenzen schützen und das, was sie auch gesagt haben, da sind sie jetzt stark dran am Arbeiten und hier und da. Selbst die libyschen Grenzschützer und so weiter und so fort. Ja, aber die NGOs kommen denen immer wieder ins Wege. Jedes Mal. Ja. Und das ist eben halt das Schlimme. Und
da schon die Balkanroute dicht ist, kann selbst der Erdogan, der braucht nicht mehr Drohnen. Diese ganze Scheiße mit dem mit der Flüchtlingsabkommen, mit dem Flüchtlingsabkommen, was Merkel und Erdogan geschlossen hat, ist schon längst aufgelöst worden. Das gibt es gar nicht mehr, schon lange nicht mehr. Ja, aber der kann jetzt die Tore aufmachen, das bringt nämlich nichts, weil die kommen nicht mehr über die Balkanroute, weil die ist gesichert. Ja? Da kann er jetzt die Tore aufmachen, das bringt nichts. Der wird die nicht mehr los. Das Einzige geht nur noch per Charterflug und ja, ne? Und das war's dann. Das ist nämlich gar nicht mehr möglich. Deswegen habe ich mich schon die ganze Zeit gefragt, was soll der ganze Mist? Und da habe ich mir gedacht, okay. Genau das ist es, meine Lieben. Die Merkel will uns wahrscheinlich, oder nur die Leute, die es bisher noch nicht begriffen haben, wachrütteln. Ne? Und deswegen, ne? Von wegen, wir sind das Pack. Und wisst ihr warum? Was die mit Pack meinen? Das sind die Leute, die bis heute noch nicht aufgestanden sind, ja? Und denen gezeigt haben, wir sind das Volk. Wir sind wirklich das Volk. Ne? Und Merkel muss weg. Ob das so richtig ist? Das steht noch in den Sternen. Wisst ihr, meine Lieben, ich bin nicht betrunken. Ich bin wissensbetrunken, bin ich. Ich habe sehr viel aufgesaugt. Manchmal könnte man denken, zu viel. Aber anders wiederum, wenn man sich so Argumente und Gegenargumente anschaut, dann kann ich sagen, ja, das eine stimmt genau ähnlich wie das andere, aber anders wiederum, warum das? Eine Merkel wird es niemals zulassen, dass Deutschland islamisiert wird. Weil, ich sage euch auch warum. Weil es doch um ihre Macht geht. Das ist doch ganz klar. Ne? Das wird die niemals zulassen, dass... das soll jetzt nur so aussehen, als würden wir islamisiert werden. Die machen das halt einfach so. Sie geben ihnen da irgendwie so eine Art Schub und so. Und deswegen werden auch Häuser für die gebaut, damit die Bevölkerung aufwacht. Hier, guck mal, ey, ne, geht gegen uns an. Sie wollen sagen, ey, geht gegen uns an, steht auf, ihr Arschlöcher. Macht das. Genau das ist es, glaube ich. Genau das ist das, was sie wollen. Ne? Und das sind die dummen Leute, die das bedeutet noch nicht begriffen haben. Diese Friedensaktivisten und diese Multikulti-Aktivisten und was weiß ich nicht. Die haben es bis heute noch nicht begriffen. Und vielleicht ist das der Grund, warum Merkel das gemacht hat. Hat sie sich wahrscheinlich gedacht, pass mal auf, dann bereichern wir sie doch mal ein bisschen. Ja, dann müssen wir eben halt ein paar Leute opfern. Dann werden eben halt ein paar Menschen geopfert, auch wenn das noch so weh tut. Aber das Volk will's ja anscheinend nicht anders und die Nerven. Ja? Aber die Grünen, komischerweise, das frage ich mich, warum die noch nicht dafür gesorgt haben, dass man die Grünen rausschmeißt aus dem Bundestag. Das wundert mich wirklich. Das ist diese einzige Frage, die ich noch mir so vorstellen, weil die sind ja genauso deutschlandfeindlich. Genau das sind die ja. Das ist ja das Problem. Und da kommen wir schon wieder Gegenargument. Warum sind die noch nicht längst weg? Warum hat man denen noch nicht schon längst den Garaus gemacht? Vielleicht, jetzt kommt das Gegenargument nochmal von mir, vielleicht deswegen, um das alles nochmal zu verschärfen. Anschärfen. Das ist so, als wenn man ein Messer beizt. Ne? Tja. Meine Lieben,
Tja, da sind wir schon wieder bei 25 Minuten. Mann, oh Mann, oh Mann. Also, ich bin jetzt keine unbedingt Merkel-Verfechterin oder sonst irgendwas Verfechterin, habe ich gesagt. Bin ich schwul? Ach, wer weiß. Eine Hochzeit für alle. Ne? Ach, die Ehe für alle. Ei, ti, tai, ti, ei, ti, tai, ti. Ne? Habe ich nie was von gehalten. Nie. Und das werde ich auch nicht. Ja? Ehe für alle. Totaler, grüner, roter Schwachsinn. Aber egal. Das ist nicht unser größtes Problem. Unser größtes Problem ist der Islam und das wird er auch bleiben. Und ich glaube genau, das ist das, was uns auch die Regierung vermitteln möchte. Hm? Also, ne? Die Leute, die noch nicht, also da draußen, ja, die noch nicht wach geworden sind, spreche ich mit diesem Video an. Nicht die Leute, die das schon längst wissen, ja? Sondern die Leute, die endlich mal aufstehen müssen und sich gegen, ja, diese Regierung wehren müssen oder gegen dieses System. Ja, ich denke mal, das wollen die auch. Die wollen ein Zeichen. Die wollen sehen, dass wir Deutschen denen ein Zeichen geben. Ne? Und eher hören sie nämlich nicht auf. Und so lange machen sie auch noch weiter. Ja? Und dann wird es hier noch richtig schlimm. Ja. Ne? Die zeigen uns die Bereicherung. Die zeigen uns, die wollen uns nur vorwarnen. Die wollen uns nur warnen. Guckt euch an, was das für Leute sind, die da drüben leben. Habe ich das Gefühl. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber... Ne? Schreibt mir eure Meinung unter, ne, diesem Video in den Kommentaren. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, wie eure Meinung dazu ist, ob ihr da auch schon mal mit anderen Leuten drüber geredet habt, wie ich auch. Und es ist wichtig, ja, dass man Dialog führt. Ne? Und ja, weil das eine passt irgendwie nicht zu dem anderen, wisst ihr, sonst würde ich jetzt dieses Video nicht machen. Das eine passt nicht zu dem anderen irgendwie. Das ist komisch. Ja? Und da muss man eben halt sich Gedanken machen und die Birne oben rattern lassen. Ja? Die Räder oben laufen lassen. Sonst geht das nicht, nicht. So, pass auf. Wir haben jetzt noch 3 Minuten. Die mache ich jetzt noch voll. Also, ich wünsche euch auf jeden Fall noch ein schönes Wochenende. Aber mehr fällt mir jetzt persönlich jetzt auch so nicht mehr wirklich ein. Aber, mein Mexikaner, hier, nee, mein Mexikaner, nicht, auf euch, trotzdem, ihr habt wirklich ganz gut mitgewirkt soweit, also ich meine die Patrioten und die Identitären und so weiter und so fort, ey, spitze, ne, auf euch ein Hoch, ne, ein Glas hoch, ne, auf alle Patrioten und die mitgemacht haben, echt, diesen Wahnsinn, der hier herrscht, Stirn zu bieten. Und es sind noch viele Fragen, die offen bleiben. Klar, keine Frage. Ich bin da ja auch, ne, wie gesagt, man muss sich Gedanken machen. Ne, der eine so, der andere so. Der eine argumentiert so, der andere argumentiert so. Und das ist nicht so einfach. Ne? Das ist nicht mal eben so von der Hand zu weisen. Ja, man denkt sich auch, nö, das kann ja, das eine passt doch nicht zum anderen. Und da muss auch irgendwas hinterstecken. Was ist der Plan? Ist es wirklich der Plan des Austausches? Ist es wirklich der Hutenplan? Ist es wirklich so? Nein. Ist es eine Warnung? Ist es nur einfach so, ey, Leute, wacht auf? Was ist das? Ja? So. Und darüber sollten wir uns Gedanken machen. Weil wenn wir, noch die Zeit, solange wir noch die Zeit haben, uns Gedanken zu machen, die wir ja wahrscheinlich nicht mehr haben, denn so heftig wie das mit dem Islam hier ist, ja, und nicht nur hier, sondern weltweit, ja, das ist ja, der Islam ist eine weltweite Katastrophe, ne, und dem muss man Herr werden. Und genau das ist, glaube ich, das, was sie uns vermitteln wollen, ja, könnte möglich sein, ne. Und da mit den anderen Scheiß und so, ja, Fake News und so, da seid ihr selber dran schuld, wenn ihr so eine Scheiße schreibt. Und wenn man uns hier jetzt, wenn man jetzt alles überwachen darf und so weiter und so fort. Ne? Also, mal ein bisschen nachgedacht und überlegt und so weiter.
Ne? Ich bleib trotzdem bei meiner Meinung. Ne? Meine Lieben, also, lasst euch nicht verscheißern. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.